Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zu Let's Play Tales of Xillia 2. In der letzten Folge haben wir versucht, den Kanan voranzukommen und sind sogar erfolgreich gewesen. Boah, geil. Und guckt euch mal das Bild an, das ist doch wohl. Ja. Ludgar, Embryo, Miasma. Sehr schön. So, wir haben uns in der letzten Folge noch ein paar Gemüsesticks reingepfeift und wer weiß, ich könnte mir vorstellen, dass das hier jetzt der letzte Kampf sein könnte. Weil das wäre ein bisschen blöde, weil kann ich mich eigentlich hier raus teleportieren? Marksburg. Okay. Was wartet da auf uns? Weiß ich nicht. Hab ich jetzt irgendwas freigeschaltet oder so? Ich kann da mal gucken. Ereignisliste. Geht tiefer ins Land Kane. Nein, ja. Das vielleicht, ne? Oder Charaktermission. Keine Ahnung. Werden wir aber nicht jetzt erkunden. Wir können ja unsere Gruppenmitglieder nicht ändern. Und falls jetzt zum Beispiel der letzte Kampf kommt oder so, dann. Und wir könnten danach speichern, dann könnten wir ja nicht mehr gucken, was passiert, wenn wir die anderen Charaktere dabei hätten und in den letzten Kampf gehen. Deswegen könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass hier der letzte Kampf sein könnte, weil. Jetzt könnten wir jederzeit noch zurückgehen und unsere Gruppenmitglieder ändern und gucken, was passiert, wenn wir die mitgenommen hätten. Also nach diesen Vorlagen würde ich mal einfach sagen, dass das jetzt der letzte Kampf ist. Werden wir ja sehen. So, was kommt jetzt? Das ist ein mysteriöser magischer Kreis aus Zahnrädern. Damit kommt man offenbar ins Innerste. Willst du dorthin? Hinweis, dann beginnt das Hauptkapitel. Ja, dann beginnt's erst. Wups. Okay, dann gehen wir einfach mal rein. Da wird schon Gemüsesticks reingepfeffert. Meist mir nicht noch irgendwie so 5-6 Kämpfe hintereinander oder so. Also normale Kämpfe rein. Oh Gott. Looks like I cut it pretty close. You did well to make it this far. Only took 2,000 years. Who is the girl? One look at her face should tell you. She's a victim of your twisted little game. Origin was only trying to provide humanity with the opportunity to grow, to evolve. By ordering us to solve a puzzle and then hiding all the pieces? He gave you the key. The rest was up to you. Right, and here I am. Ah, but you have not opened the door yet, have you? If your young companion were to become a catalyst, humanity would fail the trial. I've grown tired of this game. Oh, what? Er hat auch irgendwie Probleme mit dem Fäusten hier auf den großen Geist loszugehen. Ne? Impressive for a human. Like I care what you think, Spirit. The key of Kresnik. Is this your trump card? Perhaps. What? Oh nein, die Kampfmusik. I suppose you thought you could win if you both attacked at once. A futile plan, as you can see. Oh Mann. Was hat er mit L gemacht? Warum gebt ihr euch so viel Mühe, um uns aufzuhalten? L hat Priorität. Zum Teufel ist mit dir passiert. She's sealed away. Meiner vor. To complete her transformation into a divergence catalyst. You would do that to a child, Kronos? You dare judge me? You who force Origin to dispose of the miasma produced by your souls?
Origin granted humanity the chance to evolve and grow despite the toll your soul purification process had on his body. And yet you think nothing of your own toxic impurities, nor do you attempt to raise yourselves from the filth. I cannot bear to watch my friend's torment any longer. I'll put a stop to all this and save him. But won't all that miasma stuff pour out into the world? What about all the people? Ich glaube, das ist ihnen herzlich egal. The miasma will consume all human souls, reducing them to nothing more than inanimate objects for producing mana. Afterwards, I will simply seal away the miasma. Then spirits will finally have the world to themselves. Interesting. Oh man. You killed your own brother to boost your strength? Oh Mann, das wird nicht gut ausgehen. Schon wieder gegen diesen Typen. Aber wer hat das gedacht? So, Kronos. Oh Mann. Der funktionierende Zahnrad kann nicht stehen, das ist gut zu wissen. Hör, ich sage mal, ja. Okay. Hat schon besseres. Mit schwachen Schusswaffen sagt das doch leicht. Was? Ey, ey. Wie kannst du es wagen, Geist über Zeit, die Zeit anzuhalten? Probier, ich kann ihn nicht kaputt machen. Nee, ich kann ihn nicht kaputt machen. Weißt du, weiß man nicht, was es bringt, die kaputt zu machen, aber ich werde sie einfach kaputt machen. Der hat bestimmt auch noch eine Mystikarte oder irgendwie sowas. Ich kann die kaputt machen, gut. Müssen wir über diesen verdammten Embryo kämpfen? Oder Embryo oder Fötus? Das ist, glaube ich, das gleiche, ne? Pff, Kronos Laser, ey. Da sind schon wieder neue aufgetaucht. Das ist ja richtig geil. Dann kümmere ich mich direkt um dich. Lass mich doch mal. Ich glaube, meine Angriffe haben irgendwie nichts gemacht. Okay, doch. Ja, ich habe doch mit Dunkelheit angegriffen, glaube ich, oder? Der hat die ganze Zeit abgewehrt. Da war nicht ich. Okay. Nein! Boah! Ich dachte eigentlich, der Kampf würde schon viel früher beginnen, weil der. Ah! Möchte ich schon wie es. Gehört habe. Oh nein, jetzt fängt er wieder damit an. Elise! Ja, okay, Abflug, die geht auch. Oh. Komm her, Mann. Bleib hier! Bleib hier! Ich sag grad mein Angriff ausgerichtet. Oh. So, das hier will ich die ganze Zeit machen. Hey, du kannst schon wieder die Zeit zurückspulen, das wird mich richtig ankotzen. Oh. Wie kann eigentlich dieser Typ es noch schaffen, noch nerviger zu werden? Er wird von jedem Kampf nerviger, kann das sein? Wie Hexerei. Der war im allerersten Kampf schon nervig mit seinen 4 Zaubern auf einmal. Dann kommt er im nächsten Kampf mit seiner Zeit zurückspülen und jetzt kommt er in dem Kampf mit seiner Zeit Anhaltung. Das gibt's doch einfach nicht. Er wird in jedem einzelnen Kampf nerviger. Oh. Na warte du. Nein. Hilfe. Gaius, nicht pennen. So, komm her. So, verballere ich aber nicht sofort. Boah, der Black. Der kann sogar das abbrechen. Elise, Heilung. Na, warte, komm her. Machen wir die ganzen Zahnräder mit kaputt direkt. Jawohl, das hat sehr viel Schaden angerichtet.
Oh, ich bin tot. Au. Danke. Oh nein, 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 nein. Warte mal. Items. Ich würde mal gerne nachgucken, wie viele Items ich habe. Die auch wieder erneuert werden. Will ich vielleicht mal Chromatis einsetzen? Das könnte vielleicht auch eine Möglichkeit sein, aber. Wie sieht es denn itemmäßig aus? Ich glaube, die habe ich auch alle schon wieder. Ja, ich habe eine kaputte Uhr. Auf der Rückseite steht eingraviert. Halt die Hand, die Zeit zurückdreht mit dem Speer auf. Ja, ne, die könnte ich auch mal benutzen. Warte, wenn er das nächste Mal macht, dann bist du dran. Ich kann mir niemanden machen. Ach ja, Mina war am Boden. Obwohl mit dem Speer, das ist irgendwie eine Andeutung auf den Chromatus, ne? Ich werde einfach mal versuchen, das Ding einzusetzen, wenn er seine Zeit zurückdrehen will. Er ruft keine Zahnräder mehr, das ist gut. Nein, Hilfe! Danke, Gaius. Oh Gott. Verdammter Dreck. Oh, komm her. Nein! War grad dich am Losstürmen. Komm her. So, wenn die Uhr nicht klappt, dann verwandle ich mich einfach in Chromatus. Ich hoffe, liegt jetzt aber nicht an mir, dass Ellie jetzt so aussieht, oder? Die hätte so oder so so ausgesehen, oder? Bitte macht mich jetzt nicht so fertig. Kann man ja nicht mal verhindern, das ist auch voll dreckig hier. Ja, bleib mal ruhig so. Nein! Sack! Das muss ich wieder aufpassen, er kann doch auch dazwischen einsetzen. Nein, das ist soweit. So, boah, das war knapp. Und jetzt mitten aufs Maul. Indignation! Sind für mich immer so heißen. So, der hat gleich wieder die Hälfte. Er müsste auch gleich wieder sein Dings einsetzen. Ne? Ah. Ja. In seine Zahnräder sind aber wieder weg. Das finde ich gut. Ah, was? Nein. Nee, nix da. Oh Gott. Ich gehe lieber weg. Und der trifft mich, glaube ich. Ne? Ja. So ein Dreck. Oh, ich lebe noch. Was willst du eigentlich? Ich lebe noch. Ich bin Ludger Kresnik. Ah! Was? Wie hier ist Gaius? Die haben von alleine eingesetzt und da sind schon wieder diese Zahnräder. Ja. Oh. Hi, Mila. Sah aus, als würde ich auf Mila losgehen wollen. So, komm mal her. Das ist Versuch, mal die Zeit zurückzudrehen. Ich komme gleich mit meiner Uhr. So, jetzt. Ich kann kein Objekt einsetzen. Warum nicht? Dann eben so. Boah, ich glaube, er hat geklappt. Ich habe ihn aufgehalten, seine Zeit zurückzudrehen, glaube ich. Reicht nicht. Verdammt! Okay. Was? Was? Was ist das? Wart. Wart! Warum konnte ich kein Item einsetzen? Ist das normal? Aber einfach nur so um ein... Oh. Oh, mitten auf Gaius. Oder war irgendwie nur so ein Hinweis darauf, dass ich das bei Kronos einsetzen sollte, oder wie?
Besser. Boah, war sogar der Richtige. Nein, ich hoffe, Lies, bist du eigentlich irre? Ma. Nein, ich hoffe, Gaius. Ist nicht so schlimm wie bei Elise, aber trotzdem. Immer noch schlimm. Ja. Das Ding da, das ist die ganze Zeit da. Oh nein, der hält die Zeit an und dann kann ich ja nichts dagegen machen, ne? Hilfe. Ich bin gerade ein bisschen überfordert hier mit der ganzen Situation. Okay, vorhin. Jetzt kann ich ein Objekt einsetzen, aber vorhin hat auch niemand eins eingesetzt, ne? Au. Ich will gar nicht wissen, wie das ausgegangen wäre, wenn ich meine, aua, meine Gemüsesticks nicht eingesetzt hätte. Nein, tust du nicht. Rennt weg, Mann! Nein! Der will auf mich... Was? Oh, was ist das denn? Aua, danke. Ich darf nicht so sanft weg, Gaius. Oh nein, das wird mir tun. Verdammt, hat er recht. Autsch. Oh, so viel Autsch. Muss mal wieder hochheilen. Wie kannst du zwang auf Elise die ganze Zeit loszugehen? Was? So, ich dachte, ich wäre ein Wheeler. Ey, warum ziehe ich ihn so wenig ab? Oh nein. Nein, ich schon wieder auf Elise. Aber mach da. Gaius, schlag mich. Ich hab's verdient. Oh Gott. Wo ist er? Da. Der ist schon wieder in links? Nee, sah nicht. Ah. Ich kann doch mein Chromat nicht einsetzen, weil ich. Ich weiß, ob der nochmal die Zeit zurückdrehen will jetzt. Oh. Au. Na, warte. Alter, lass mich doch mal irgendwas machen. Ich komme gar nicht dazu, irgendwas zu machen. Oh. Warum kann eigentlich jeder große Geist Meteor stürmen, ey? Hilfe. Geh bloß nicht an den heran, ey. Geh weg mit deinem Laser. Keine Lust mehr auf deine Mystikart, ich bin schon so oft bekommen. Oh Gott. Ach man. Gaius, Hilfe, Mann. Ich komme gar nicht mehr dazu, irgendwas zu machen gegen den, ey. Der hält die ganze Zeit die Zeit an und... Oh. Nein. Der hat meine Heilung aufgehalten. Der hat die Heilung von Elise aufgehalten. Ich fasse es nicht. Nein, boah. War gerade hier so Dingens, Krankenschwester. Habe ich gerade gesehen und dann. Er wurde aber aufgehalten, weil er die Zeit angehalten hat. Dreck. Oh. Näher an ihn heran kann ich auch nicht. Meine Güte, jetzt lass doch mal was mit dir machen. Ah, warte, wenn meine Oberlimit gleich wieder voll ist, dann bist du dran. Ich glaube, der hat aber keinen Bock mehr, die Zeit zurückzudrehen, ne? Ich will das Risiko nicht eingehen, ne? Will er wieder die Zeit zurückdrehen und ich habe gerade mein Dings eingesetzt. Wenn ich aber sehe, wie wenig HP ich den abziehe. Manchmal so 6, 7. So, warte, du bist jetzt dran. Au! Hilfe. Nein, steht auf, Mann. So, jetzt kriegst du aufs Maul. Hilfe. So. Erstmal wieder total Zerstörung. Indignation! So, jetzt auf ihn drauf, volle Möhre.
So, kommt. Los. Bam. Das ist viel zu wenig Schaden. Warum zieht das so wenig auf? Was soll das? How unfortunate. Oh Mann. Oh. Nein. So. Wenn deine verdammten Zahnräder mal weg sind, ist das gar nicht mal so schwer, finde ich. Ich zähle 7 oder irgendwie so ab. Will ich mich verarschen? Ey. Ja. Da war der Kampf gegen Wingull im ersten Teil ja gar nichts. Als letzter Kampf. Wer weiß, vielleicht kommt da noch eine ganze Menge. Weiß ich nicht. Elise, geh weg da. Elise, geh weg da. Will ich noch manuell hier bewegen? Wir können einen großen Geist binden, okay. Natürlich. Oh. Boah, irgendwie ist er jetzt voller Pipifax. Das hat Gesicht vom Embryo. Das ist so hart von gruselig. Oh nein. Ja, das ist jetzt sehr gut. Okay, bevor er seine Dings einsetzt und uns unterbricht, mache ich lieber das. Indignation! Jetzt könnte ich eigentlich nochmal einen Chromatis raushauen und versuchen, ihn zu erledigen, ey. Ich gehe lieber kein Risiko ein. Ja, der Kampf hat echt in sich, ja. Ja, da habe ich gesagt, der Kampf gegen Exoplasma, der war schwer. So. Komm schon. Wir ziehen so wenig ab, ne, aber gleich ist es geschafft. Ja, komm. Ja. Lass du noch. 18.000, das schaffen wir. Ja, Gaius hat auch einen Strahl, ne? Sagst du dazu? Lass mal aufhören, uns durch die Gegend rum zu jonglieren. Wenn der uns wenigstens die ganze Zeit angreift, geht Elise die ganze Zeit auf ihn los. Wollte ich eigentlich die ganze Zeit machen, aber egal. Verwehren und hier ließ gute Art einsetzen. Da sind die scheiß Dinger wieder da. Entschuldigung. Oh, jetzt komm mal her. Ein bisschen näher vielleicht. Mit neben dem Klappen da. Ich treffe ihn aber nicht, ne? Verdammt. Ich hätte noch einmal Chromax einsetzen können und warum ist denn das Ding da oben? Nein! Warum bist du überhaupt Elise los? Was hast du eigentlich? Bist du eigentlich vollkommen? Ja, da hast du verdient, Lutka. Warum gehst du auf Elise los? Man geht nicht auf Elise los. Warum gehe ich denn auf das los, ey? So. So. Jetzt raten mal, wie wir es hier beenden werden. Spür mir die Macht des Pinges! Des rosigen Segens. Perfekt. Besser jetzt einfach nicht klappen können. Even with the power of time and space, there was something he could not control. Ja, aber ich würde sagen, ich mache hier einen Schnitt und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Xillia 2. Ich bleibe mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.